Hallo, herzlich willkommen bei Duftlady. Ich habe ein Paket bekommen, auf das ich wirklich sehr, sehr lange dieses Mal gewartet habe. Nicht wundern, Kinder sind daheim. Ein Kind kommt noch gleich heim, sind alle ein bisschen von den, also die Kinder alle ein bisschen am Kränkeln. Aber ich habe jetzt so Bock, da reinzugucken. Ich habe da jetzt so lange drauf gewartet. Ich will das unbedingt sofort benutzen und deswegen müssen wir da jetzt einfach reinschauen. Wir wissen jetzt alles, der Karton ist nicht so riesig, wie er sein sollte. Aber ich bin so unfassbar gespannt, ich freue mich so darauf, dass ich jetzt nicht länger warten will. Also kann sein, dass jeden Moment ein Kind zur Tür reinknallt. Ich weiß, haltet mich für verrückt. Wir reden hier in dem Fall jetzt nur von Wäscheprodukten. Aber ich freue mich so unfassbar. Ich liebe, liebe, liebe duftende Wäsche und ich habe mich so lange jetzt auf diese Düfte gefreut. Wir können zusammen reingucken und zwar meine Bundles sind da. Ich werde auf jeden Fall Proben machen, könnt aber mir anfordern. Meine Clubkunden bekommen sie natürlich automatisch. Wir haben hier einmal Swash Liquid in Coconut Lemongrass und zweimal der Wäscheduft im Set. Das passt so gut, dass die Sets dieses Mal so sind. Normalerweise könnt ihr unsere Produkte einzeln kaufen. Bei diesen Sondereditionen ist das nicht der Fall. Hat einfach den Grund, dass ihr auf eine Flasche Waschmittelkonzentrat, das ist ja wirklich ein Konzentrat, also es spart euch die großen Gebinde und Eimer zu schleppen. Zwei Wäschedüfte braucht ihr, da ist ein Dosierlöffel drin. Und dann geht es mit zwei Wäschedüften und einem Waschkonzentrat genau auf. Wir riechen. Oh, ist ja gut. Das ist Sommer. Coconut Lemongrass, ich muss aber ehrlich sagen, beim Duft finde ich normalerweise in der Duftlampe das Lemongrass etwas dominanter. Und hier war mein erster Riecher jetzt tatsächlich die Kokosnuss. Boah, ich bin unfassbar gespannt, wie das jetzt nachher in der Wäsche rauskommt. Ich werde es nachher gleich testen. Ich lese euch schnell noch die offizielle Duftbeschreibung vor, aber ich denke, es ist denkbar einfach Kokosnuss und Zitronengras. So, steht da gar nicht. Oder? Doch. Tropische Kokosnuss und sonniges, fröhliches Zitronengras. Wie gesagt, das Set 67,50, nur solange der Vorrat reicht. Und glaubt mir, er kommt 50 Waschladungen damit hin. Also wir benutzen es im 5-Personen-Haushalt und ich liebe duftende Wäsche, habe ich ja schon gesagt. Dann habe ich der zweite Duft noch da. Hallo Severin. Auch da mache ich jetzt für meine Clubkunden und für alle, die anfordern, Proben. Eigentlich voll meine Farbe. Ich war jetzt allerdings gespannter auf Coconut Lemongrass für den Sommer. Ich denke nämlich auch, man sagt ja, Zitrus vertreibt Stechmücken und so weiter. Probieren wir es mal aus, ob es bei der Bettwäsche hilft. Normalerweise wasche ich ja im Sommer mit Lavendel, immer in der Hoffnung, es könnte helfen. Und jetzt werde ich dieses Mal dann Coconut Lemongrass probieren. So, Starburst Sky, der zweite. Auch hier bekommt im Set eine Flasche Waschmittelkonzentrat. Auch hier Konzentrat, 50 Waschladungen und zwei Dosen Wäscheduft, damit er einfach einmal komplett damit hinkommt. Ich zeige es euch, ich habe den jetzt eben nicht gezeigt. Gell? Hier ist nämlich ein Messlöffel drin. Hallo Jeanette, wenn wir ihn finden, da ist er, der ist gut vergraben am Anfang. Den Wäscheduft gebt ihr direkt in die Trommel, jetzt habe ich wahrscheinlich die ungünstigste Dose erwischt zum den Löffel rausholen. Moment, ich spüre ihn, aber ich komme nicht dran. Nee. Naja, der sitzt tief. So. Jetzt lachen sich alle live kaputt. Ihr müsstet das jetzt riechen. So, jetzt hier haben wir ihn. Also, alles für euch. Einmal der Dosierlöffel, eine Kappe direkt in die Wäschetrommel und das Waschliquid mache ich oben in den Waschmittelbehälter. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr riecht nicht gut, könnte es sein, dass eure Maschine verkalkt ist, dann müsst ihr vielleicht mal eine Runde mit Essig waschen oder einfach mal eine Reinigung durchführen, aber ihr müsstet es richtig, richtig gut riechen. Also, das ist der zweite Duft. Jetzt habe ich es gar nicht gesagt, was ich rieche. Also der ist deutlich süßer und der riecht jetzt wirklich 1:1 wie Starburst Sky. Starburst Sky ist ja auch wieder im Katalog.
Wirklich 1:1. Ich lese euch vor. Üppige Birne. Ne, Moment, das ist der falsche. Ich habe gedacht, das passt doch gar nicht. Süßer Apfel wird von Vanillecreme und fluffigen Kokoswolken vor einem Sonnengang aus bernsteinfarbigen Blüten verzaubert. Hier muss ich jetzt aber sagen, dass ich die Kokosnuss nicht so wahrnehme. Also ich finde diesen Duft einfach süß, vanillig. Ob es jetzt Apfel ist? Es heißt Apfel, aber ja, doch eine süße Frucht. Vielleicht sogar apfliger wie jetzt als Wachs. Aber auch richtig, richtig gut. Also ich werde beides heute noch testen. Ich nehme euch mit an die Waschmaschine nachher und ich freue mich so auf die Wäsche. Dann haben wir Badreiniger. Auch den werde ich noch testen. Ich habe das Wochenende das Waschbecken absichtlich nicht geputzt, damit ich euch das zeigen kann. Ist bei uns ja auch ein absolut... Ich habe meine halt auch bekommen. Ja, musstest auch so lange warten, Cindy. Ich habe das Waschbecken absichtlich nicht geputzt. Ich liebe ja unsere Badreiniger und das ist ja wirklich bei uns ein Verbrauchsmaterial. Also ich brauche ungefähr eine Flasche pro Monat. Ich habe die auch im Club, also nicht diesen Duft, sondern Badreiniger und Counterclean. Da spart man ja nochmal 10%. Und ich freue mich dann immer über Sonderkollektionen. Also wir haben ja auch echt gute Auswahl im Standard. Aber so. Ja, mach mal die Pumpe nachher. Ich wollte jetzt da reinpieksen, aber dann können wir nicht mal riechen. Diesen Duft White Tea and Cactus gibt es nämlich nicht als Duftbar. Der wird jetzt auch für mich neu sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also ich kann mich zumindest in meiner Zeit als Berater nicht daran erinnern, dass es diesen Duft schon mal gab. Oh, das ist ein Wellness-Badduft. Oh, ist der gut. Den würde ich jetzt auch sofort als Duftwachs ins Bad nehmen. Oh, cool, freut mich. Und ich liebe das ja, wenn man wirklich das Waschbecken mit unseren Reinigern geputzt hat, mit unserem Badreiniger ist übrigens... ohne Chlor, ohne Bleiche und so weiter. Darf sogar im Wasserschutzgebiet benutzt werden. Ihr habt hier keine bösen Symbole drauf und putzt trotzdem 1A. Und wie gesagt, ich liebe das, wenn ich das Waschbecken geputzt habe und dann die nächsten Stunden, mit Kindern geht es nicht so lange, sind wir mal ehrlich, es geht keine 2 Tage, aber die nächsten Stunden Hände wasch und es kommt dieser Duft einfach wieder. Danke für die Herzchen. Ja. Mega. Also auch hier absolute Empfehlung. Kann ich euch auch die Duftbeschreibung vorlesen. Den bekommt ihr übrigens auch als Counterclean. Und ihr bekommt den als Allzweckreiniger Konzentrat. Allzweckreiniger zeige ich euch gleich noch. Die Duftbeschreibung. Wo haben wir die jetzt? Das ist schon durcheinander dieses Mal hier. Ein klarer, aufmunternder und erfrischender Blumenmix mit grüner Note. Blume, also die grüne Note auf jeden Fall. Nee, das ist keine Blumennote. Boah, der ist einfach gut. Das ist Wellness. Also ich rieche da jetzt eher der Kaktus und oh, ich könnte mich da gerade reinlegen. Wirklich, ich hoffe, der andere ist auch so gut. Es gibt noch einen zweiten Duft vom Putzmittel. Ich habe mir dieses Mal den Countercleaner nicht geholt, weil ich den Countercleaner in diesem neuen Duft schon habe. Den haben wir Berater auf der World Tour bekommen. Und ich habe auf der Wiffbox aus der letzten schon das Spülmittel dazu. Deswegen habe ich mir jetzt hier Pink Sunshine als Allzweckreinigerkonzentrat geholt. Und ja, ihr habt mich schon öfters putzen sehen. Die Allzweckreiniger, wie gesagt, ein Konzentrat, ihr könnt es in eine Mischflasche füllen. Wenn ihr zum Beispiel eine leere Sprühflasche habt, kann natürlich auch von einer anderen Firma sein, könnt ihr das verdünnen. Das Verhältnis steht drauf. Ein bisschen Allzweckreiniger und Wasser. Nehme ich für sämtliche Oberflächen, nehme ich aber auch für Spiegel zum Beispiel. Also macht richtig, richtig gut auch Fett sauber. Und ich nehme das auch ins Wischwasser. Sowohl wenn ich elektrisch putze, als auch wenn ich wirklich mit dem Eimer putze und abstaub. Und das Ganze gibt es noch als Counterclean. Also beide Düfte kriegt ihr noch als Küchenreiniger. Aber wie gesagt, den habe ich jetzt bei dieser Bestellung nicht dabei. Aber auch ich kann den Counterclean absolut empfehlen. Also auch den habe ich im Club und ich brauche wirklich einen im Monat. So, dann habe ich noch Kundenbestellungen und noch Sachen für mich im Karton. Aber im Putzmittel sind wir jetzt fertig. Das werden wir, wie gesagt, nachher gleich testen. Sleeping Poolside hat sich jemand bestellt und auch der reiht sich jetzt hier richtig gut ein. Also ist auch einer meiner
Lieblingsdüfte überraschenderweise. Es ist Birne drin, aber er erinnert mich so ein bisschen an die Richtung Make a Splash und auch an Amazon Rain. Und ihr wisst, ich liebe Amazon Rain. Sandcastles, auch ein Liebling. Es ist keine Kokosnuss drin, aber er riecht für mich Ananas, Kokosnuss. Also meine Nase nimmt es so wahr. Ich denke da immer an richtig gute Pina Colada. Sunset Citrus. Oh, hier hat jemand richtig gut bestellt. Hier hat jemand meine Lieblinge bestellt. Vielleicht das letzte Video geguckt. Das ist mein absolutes Highlight aus den neuen Düften. So ein entspannender Duft. Ja, der bringt mich einfach so ins Gleichgewicht. Und ich glaube, die Kundin hat alle diese Düfte sogar zweimal bestellt. Ja, da sind sie nochmal. Dann hat noch ein Mann bestellt. Schimmer. Schimmer geht immer. Und ihr wisst ja, Schimmer könnt ihr noch bestellen auf meiner Seite www.duftlady.de, obwohl er nicht mehr im Katalog abgebildet ist. Dann Black Raspberry Vanilla, der Standardduft. Gibt es jetzt demnächst ab 1.6. Ich habe es euch in einem anderen Video schon gezeigt, auch eine Sonderkollektion. Und da sind richtig leckere Abwandlungen von diesem Duft dabei. Und dann hat er sich noch bestellt White Amber and Silk. So, dann habe ich noch Lampen dabei. Da muss ich jetzt gucken. Eine ist für den Kunden und eine ist für mich. Morning Sunrise. Das ist eine Kundenlampe. Gucken wir mal schnell rein, ob alles in Ordnung ist. Dann kann ich die Kundin nachher anrufen und sagen, dass die Lampe da ist. Ist übrigens reduziert in der Schatztruhe. 17,50 Euro für diese wunderschöne Lampe. Seht ihr das? Das scheint so durch, wirkt gelblich. Wir stecken es jetzt nicht ein, es ist nicht meine, es ist eine Kundenlampe. Oben kommt das Wachs rein. Wie gesagt, schimmert wunderschön gelblich durch. Also da ist alles in Ordnung. Die können wir wieder einpacken. Und dann zeige ich euch noch meine Lampe, die ich mir bestellt habe. Die habe ich nicht zum ersten Mal bestellt. Ich habe die tatsächlich schon mal. Ich habe mir jetzt allerdings diese Lampe nochmal bestellt. Weil ich eine wirklich in Benutzung daheim habe und das Ausstellungsstück nicht mit auf Partys nehmen, oder nee, Ausstellungsstück ist das falsche Wort, weil ich noch ein Ausstellungsstück haben wollte für Partys. Und meistens ist es ja so, man will schnell eine Lampe zeigen, dann ist sie angeschaltet. Man kann sie nicht einpacken, müsste erstmal putzen. Und das ist die Lampe, die eigentlich alle immer sehen wollten, seit sie im Katalog ist. Deswegen habe ich sie jetzt einfach nochmal bestellt. Einmal zum Zeigen und einmal bei uns im Flur. Die einzige Lampe, die ich doppelt haben werde. Die Pink Mirage. Oder Mirage, wie spricht man es? Guckt mal. Die können wir jetzt auch einstecken. Wie gesagt, das ist meine. Schimmert wunderschön Pastell. Kann man auch, wo habe ich jetzt die, ich habe auch schon eine Base eingerichtet, ja, mit bunter Birne verwenden. Wir haben sie einfach so. Und die wirkt so, so gut jetzt im Frühling. Also das ist der absolute Renner. Ich weiß nicht, wie oft die bestellt wurde in den letzten Wochen. Und ich habe sie jetzt zweimal. So, wir packen dann gleich noch eine andere Lampe aus. Auch für mich. Mal gucken. Ah, jetzt reicht das Kabel nicht, jetzt muss ich ein bisschen schieben. So. Okay, nichts passiert, schon nicht richtig drin. Jetzt. Okay, die Glühbirne ist kaputt. Vorführeffekt. Da geht gar nichts. Jetzt müssen wir mal die Glühbirne tauschen. Zum Glück sind wir live, ne? Aber auch das ist kein Problem, ihr kennt unsere Base. Ja, man sieht es auch an der Glühbirne, guckt, da hängt der Faden. Das passiert jetzt vermutlich, weil ich diese Base immer wieder hernehme, wenn ich ein Video mache und die dann so rumliegen lasse. Nehmen wir sie da raus, wie gesagt, ist ja meine. Glühbirnen könnt ihr übrigens auch 10% günstiger bekommen im Shop. Gibt es jetzt im Dreierpack für 7 Euro im Club, dann nochmal 10% reduziert oder eben einfach im Shop. Wenn ihr meine Kunden seid und eine Glühbirne ist kaputt, sagt er mir einfach Bescheid. So, ein neuer Versuch, neues Glück. Auch nicht. Ne, jetzt ist sie wieder richtig drin. Jetzt. Jetzt haben wir es. So sieht die aus. Und die ist so schön, auch wenn es dunkel ist. Ich werde das Video übrigens nicht schneiden. Ich finde die so schön.
So, und jetzt kommt genau der Donnerknack, warum meine Glühbirnen kaputt gehen, weil ich die einfach dann hier rausziehe, obwohl sie vielleicht noch leicht warm ist. So, dann das letzte Teil aus diesem Paket. Die habe ich mir jetzt auch endlich gegönnt. Ich war ja letztes Wochenende auf einem Beratertreffen in Nürnberg auf der Burg. Und ich glaube, alle Kollegen hatten diese Lampe, die war ausgestellt und die sah in echt so schön aus. Und ich glaube, das war so ziemlich die einzige, die ich mir aus dem neuen Katalog noch nicht geholt habe. Und jetzt habe ich sie bei einer Partyauflösung als Prämie genommen. Wir Berater dürfen ja auch Gastgeber sein bei Sammelbestellungen und können uns so unsere Sachen ja auch gratis und zum halben Preis holen. Könnt ihr übrigens auch, wenn ihr euren Shopping-Link macht, könnt ihr eure Sachen auch gratis und zum halben Preis haben. Und da habe ich mir jetzt dann diese Lampe auch noch gegönnt. Guckt euch das mal an. Merkt euch das. Ihr werdet staunen, wie das gleich aussieht. Also ich habe gestaunt. So fand ich sie relativ unscheinbar. Aber auch hier Spoiler, ihr könnt die mit bunten Birnen benutzen. So, hier ist die Glühbirne. So. Und wenn ich jetzt dann gleich nicht mehr live bin, dann werde ich Wäsche waschen und Waschbecken putzen mit meinem neuen Putzmittel. Freuen wie ein kleines Kind. So, wo habe ich die Glasschale hingelegt hier? Nach dem Live muss ich hier manchmal 5 Minuten aufräumen, weil ich mitten in meinem Auspackchaos sitze. Aber ich fühle mich hier einfach wohler wie im Arbeitszimmer. Auch hier habt ihr die Glasschale, in die ihr den Wachswürfel reinlegt. Unten habt ihr eine kleine Zahl, die 4. Das heißt, ich weiß, dass welche gerne richtig kräftig duften. Hier könnt ihr bis zu 4 Wachswürfel einlegen. Ich stecke jetzt meine Lampe ein und hoffe auf einen besseren Effekt wie gerade eben. Ja. Guckt mal, wie schön das aussieht. Und glaubt mir, wie die in der Deko wirkt. Und das ist auch eine Lampe, wenn jemand sagt, okay, ich habe eine ganz schlichte Deko, ich habe viel weiß, schwarz, grau, dann seid ihr da doch genau richtig. Also ich finde, die passt auch überall. Und jetzt habe ich sie auch. Bei mir. Die hat innen drin, das sieht man jetzt glaube ich gar nicht, nochmal viele kleine Luft, doch jetzt sieht man ein bisschen Luftbläschen. Das macht das Ganze interessanter. Das ist auch eine richtig schöne Ganzjahreslampe. So, ich habe jetzt alles ausgepackt. Ich werde das Video abspeichern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich wie immer über ein Like, übers Folgen. Wenn ihr von irgendwas eine Duftprobe haben wollt oder eine Wäscheduftprobe, sagt mir Bescheid. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Tschüss!